wenn Immobilienerwerber sich dazu entschlossen haben, Immobilien zu erwerben im Privatvermögen, gibt es einige Fallstricke und Stellschrauben, die man gleich von Anfang an beachten sollte, um von vornherein gleich steueroptimal aufgestellt zu sein. Ich möchte heute hier in diesem Video mal darauf eingehen, welche exakten Punkte beachtet werden sollen, damit gleich von Anfang an der Start richtig gut gelingt und man steueroptimal aufgestellt ist. Mein Name ist Klaas-Peter Müller, ich bin Steuerberater in Hamburg, mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de, und ich melde mich heute aus dem Textmobil mal eben zu dieser Thematik Steueroptimierung gleich von Anfang an beim Erwerb von Immobilien im Privatvermögen. Weil viele unserer Mandanten erwerben die Immobilien im Privatvermögen, um letztendlich nach 10 Jahren die Steuerfreiheit zu erreichen, also nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen zu können und die Wertsteigerung innerhalb dieser 10 Jahre sozusagen steuerfrei einkassieren zu können, um dann neu und weiter zu investieren. Ob es dann an die eigene vermögensverwaltende GmbH verkauft wird oder an Fremde, spielt keine Rolle, aber die Steuerfreiheit soll erstmal erlangt werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es einige Stellschrauben, die beachtet werden sollten, damit gleich von Anfang an das optimal passiert. Grundsätzlich, wenn ich eine Immobilie erwerbe, sollte ich im Kaufvertrag festhalten, wie hoch der Anteil des Kaufpreises am Grundstück ist. Um hier genau festzulegen, das ist der Teil, den bezahle ich nur fürs Grundstück, kann ich nicht abschreiben, sollte also so klein wie möglich sein, dieser Part. Dann sollte eben genau festgelegt werden, wie groß der Anteil ist am Kaufpreis am Gebäude, weil diesen Teil kann ich ja abschreiben und damit sollte dieser Teil natürlich so groß wie möglich sein. Weiterhin habe ich ja die Möglichkeit, Einrichtungsgegenstände mitzuerwerben. Diese sollten auch separat festgelegt werden, also preislich bestimmt werden und festgelegt werden, weil ich diese ja kleiner, kürzer abschreiben kann als die Immobilie, habe also größeres Abschreibungsvolumen anteilig auf diesem Bereich und auf diesem Bereich fällt keine Grunderwerbsteuer an, weil eben kein Grundvermögen erworben wird, sondern Einrichtungsgegenstände, Badeinrichtungen, Wohnzimmer oder was auch immer man dann aufführen kann. Weiterhin sollte aufgeführt werden, wenn ein Teil sozusagen Rückzahlung oder Ausgleich an den Verkäufer stattfindet für geleistete Rücklagen, wenn es eine Eigentümergemeinschaft ist, dann sollte das auch separat festgehalten werden, weil hier eben auch keine Grunderwerbsteuer darüber anfällt. So, das ist dieser grundsätzliche Part. Wenn ich doch die Möglichkeit habe, festzustellen, dass die Nutzungsdauer eben nicht der regulären Nutzungsdauer entspricht, also damals, wenn es im Privatvermögen gehalten wird und also kein Betriebsvermögen ist und zu Wohnzwecken dient, dass hier die 50 Jahre greifen, oder wenn ich neuen Wohnraum geschaffen habe oder Wohnraum erwerbe, der eben geschaffen wurde ab dem 01.01.2023, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die 33 Jahre Nutzungsdauer festzulegen. Wenn ich jetzt über ein Gutachten feststellen kann, dass die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer noch kürzer ist als diese beiden Möglichkeiten, dann sollte das auch in Anspruch genommen werden. Es muss ein vereidigter Gutachter sein, also nicht eine Immobilienverwaltung, die auch irgendwie Wertschätzung macht, sondern es muss richtig ein zugelassener Gutachter sein. Aber dadurch habe ich die Möglichkeit, eine kürzere Nutzungsdauer feststellen zu lassen, die dann auch gilt. Das erhöht sozusagen die Verteilung der Anschaffungskosten für das Gebäude, erhöht dadurch die AFA und erhöht dadurch die Steuersparnis. Das sind die grundsätzlichen Gedanken bei Anschaffung schon. Jetzt gibt es auch seit längerer Zeit schon ein neues Urteil des BFH, welches zu dieser 15%-Grenze Stellung genommen hat, dass Erhaltungsaufwendungen, die ab Anschaffung der Immobilie getätigt wurden, aber in der Summe 15% in den ersten 3 Jahren, 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen, dass die eben keine Erhaltungsaufwendungen sind, sondern nachträglich Herstellungskosten werden oder Anschaffungskosten werden. Da gibt es dieses Urteil. Wir haben dazu vor einiger Zeit schon mal einen Blogbeitrag geschrieben. Ich suche das nochmal raus. Wir verlinken das nochmal unter das Video, dass eben festgestellt wurde, dass diese Regelung gilt ab Anschaffung, also sozusagen ab
Übergang Nutzen und Lasten. Und wenn ich jetzt eine Möglichkeit finde, mit dem Verkäufer Nutzen und Lasten so zu vereinbaren, dass diese eben später stattfindet und ich vorher schon Erhaltungsaufwendung habe, greift eben diese 15% Regelung nicht. Wie gesagt, ein interessantes Urteil. Die Frage, ob ich das immer so umsetzen kann, ist eine andere Geschichte. Aber letztendlich ist das eine Aussage, die ja interessant ist. Und wenn diese gestaltbar ist mit dem Verkäufer, dann sollte man diese auch nutzen. Also das sind die Bereiche, die bereits zur Anschaffung zählen und die man unbedingt beachten sollte, damit eben von vornherein der Start gut läuft in der Immobilie. Und ja, dass das steuerliche Potenzial, was an Aufwendungen nutzbar ist, auch voll sich ausschöpft. Weil eben der Gedanke ist, wenn ich die Immobilie im Privatvermögen erwerbe, habe ich ja die Möglichkeit, alle Erhaltungsaufwendungen, um die Wertsteigerung zu erreichen, während dieser Zeit, während dieser ersten 10 Jahre, wirken die sich ja steueroptimal eben aus, weil wenn Verluste entstehen steuerlich, dass die ja mit anderen Einkünften verrechenbar sind und ich dadurch ebenfalls eine Steuererstattung erreichen kann, indem ich die Verluste anrechnen kann gegen meine anderen Einkünfte. Das ist ja so der Vorteil für das Halten der Immobilie im Privatvermögen, neben der steuerfreien Veräußerung letztendlich nach 10 Jahren. Das wollte ich nochmal ganz kurz hier auf den Weg geben, dass diese Punkte bereits bei Anschaffung Beachtung finden sollten und auch umgesetzt werden sollen. Wer dazu Fragen hat, Kommentare da lassen, wir beantworten die gern. Wer Beratungsbedarf hat oder das Ganze einmal strukturiert aufgesetzt haben möchte für sich, Termin vereinbaren, wir beraten da gern und viel. Und ja, wenn der Kanal gefällt, Daumen hoch, Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns auf den anderen Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram. Bis dahin, tschüss.